Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Oh mein Gott, ohne Witz, ich bin krass gehypt. Wir sind hier tatsächlich bei einem FIFA 18 Squad Builder Battle. Zuallererst, ich begrüße meinen Gast. Ich freue mich wirklich, das Ganze mit Max aufzunehmen. Real FIFA. Grüße dich, Brudi. Jungs, ey, ich bin auch so gehypt, ne? Unser Lieblings-FIFA von uns beiden, muss man sagen. Ja. Du Elite 1 Spieler, bei mir war es öfters die Top 100. Ich glaube auch so 8, 9 Mal oder so. Das war einfach das geilste FIFA. Ich sag's dir, ich hab Bock. Real Talk, also ohne Witz. Mein Spieler ist Festival of Football Heung-Min Son. Und ich sehe gerade, ich habe diesen Boy für sagenhafte 379.000 Coins gekauft. Und der Alter, war ja so OP as fuck. Aber dein Spieler ist auch anders. Um wem geht es denn bei dir? Ja, wir haben 5-Stern-Weakfoot. R9 Prime Icon. Knapp 800 Spiele, 600 Tore, 500 Torvorlagen. Das Gönn ist dir. Zu krank. Und Leute, ich habe deswegen keine Ronaldo, weil ich ihn discarden musste in FIFA 18. Aber, oh mein Gott, schreibt bitte in die Kommentare, was war euer Lieblings-FIFA? Meins ist wirklich FIFA 18. Ich war in der Halbzeit, das war mein, YouTube-technisch mein erfolgreichstes FIFA. Was ich dort für Sachen gezogen habe, kranke Sachen. Und ich war auch gut in den Teil. Und wenn ich jetzt schon gehört habe, Max war Top 100 Spieler, dann möchte ich am liebsten schon wieder die Aufnahme abbrechen. Aber es ist 2 Jahre her. Es ist 2 Jahre her. Leute, ihr seht hier gerade unten meine Bank. Ja, da gibt es kranke Spieler, die man machen könnte. Alle wirklich bei 1000 Daumen nach oben gibt es noch einen weiteren Retro Squad Builder Battle. Ja, 1000 Jungs, Daumen eskaliert. Nach oben. Ey, schaffen wir das, sagen, Max? Diese Idee ist geil, ich hab mega Bock, ich hoffe ihr auch und 1000 Daumen, ich glaube, das würde den Party freuen, das würde mich freuen, versucht es und wir sagen richtig. Wir sagen einfach danke. Ja, ist echt so, Alter, wenn ich diese Karten schon sehe, ich schwöre es dir, oh mein Gott, Alter. Du als Gast, ne, ich kann es gar nicht mehr abwarten, möchtest du reinhalten oder möchtest du die Spieler? Ja komm, du startest einfach mal hier. Du kannst gerne anfangen. Ich habe LM und R und ZM gemacht, ne? Das genau so ist es. Also ZM, ich habe 4-4-2 die zweite, aber ändert eh nichts. So. Also ich weiß nicht, ob du da schon mit einer Icon gegangen bist, aber es gab einen Spieler, der damals, glaube ich, auch bei FIFA 18 OP war, oder es war FIFA 17, ich weiß es nicht mehr. Ich habe den Futis Martial ausgepackt. Ja. ZDM. Ein weiterer Festival of Football. Es ist, der hat 785.000 Coins damals gekostet. Festival of Football Kanté. Ach du, okay, Mann, krank. Ja, stark, sehr, sehr stark, muss ich sagen. Ich dachte im Mittelfeld, Elli, Tottenham Link, gut, hätte klappen können. Und pass auf, Digga, LM steht bei mir, Martial. Let's go! Nein, oder? Doch. Du wusstest, dass der OP war, gell? Aber ja, es gibt vielleicht eine kleine Vorstory dazu jetzt. Ich hätte mir nicht gedacht, dass du mir gerade den rausknifst. Hätte ich auch ehrlich gesagt nicht gedacht. Real Talk, ich dachte, du schreibst Ronaldinho auf. Real Talk, habe ich gedacht. Den hast du ja auch, ne? Prime Icon. Ja, den habe ich auch. Oh Gott! Ja komm ey, gönn dir Bronze. Okay. Läuft. Okay, ich halte rein, ich bin gespannt. Ja, warum, wieso, weshalb habe ich den Anthony Martial aufgeschrieben? Weil ich den selber habe. Als Footy-Karte. Und den habe ich auch im Team. Und auf dem rechten Flügel habe ich die Team of the Season-Karte von Tovan. 94er, Alter. Sieht geil aus. Ich habe mich so gefreut, als du Team of the Season gesagt hast. Ach! Mein Lieber, hast du Bock auf einen Torhüter oder auf einen Full-Team? Ich glaube, du hast auch Martial. Du könntest Martial haben, ja? Nein, ich hab Neymar. Oh, Neymar und Malcolm. Die Karte, die Tots-Karte von Malcolm sieht krank aus. Wo war der? Bei Bordeaux, ne? Bei Bordeaux. Ja. Oh, krass. Bordeaux. So, Leute, jetzt bin ich abnormal gespannt. Das Mittelfeld vom lieben Max, ich halte rein. Leute, ich bin so gehypt irgendwie, das ist halt echt mal was anderes, muss ich sagen. So, ja ich fange an. Ach nee, warte mal, den hier. Ich muss erstmal überlegen, wen hatte ich denn hier? Ja, jetzt weiß ich wieder. Ich habe
Ja, wir müssen sagen, zwei Icons, ne? Man darf jetzt zwei Icons nehmen. Genau. Weil ist ja jetzt eh just for fun. Je mehr Discards, desto besser. Deswegen habe ich hier Icon Ronaldinho, die Baby-Icon, hatte ich hier einfach gezogen. Kleiner Witzbold, Alter. Ja, weil wir eben von Ronaldinho gesprochen haben. Dann im rechten ZMO, du kannst auf den kommen, das ist Team of the Season Fabinho. Und links habe ich Ellie, auch als Team of the Season. Ich war so sicher, ey. Ich dachte, du gehst mit Petit, Pogba und Kanté. Alter, drei Franzosen auf safe geschrieben. Auf ganz safe habe ich gemacht. Fabinho, war das noch die Monaco-Version? Genau, die Monaco-Version. Auch kranke Karte, ey. Das ist safe eine kranke Karte. Okay, haltest du rein? Ich bin gespannt. Ey, wen hast du jetzt wieder mitgenommen? Oh mein Gott, diese Karte, mit der habe ich so viel erlebt. 1295 Spiele. POTM Aguero. Oh, ja. Und jetzt kommt eigentlich auch eine Icon, die keine Icon-Karte ist, mein Lieber. Ich wollte sie unbedingt haben, einfach weil es sie nicht mehr gibt. Festival of Football, und jetzt halte ich fest, Yaya Touré. Nein, Alter. Oh, krass, krass, krass. 93 ja. Rating. Boah, das ist und eine richtige Maschine, ne? Ja. Rechtes Mittelfeld, First Owner, Team of the Season, Sterling. Ja, ich hab mir so die Richtung gedacht mit Premier League. Salah rechts, im Sturm Lukaku und in der Mitte Hullet. Oh mein Gott. Darfst du alles behalten. Darfst du alles behalten. Geil, Alter. Freunde, man schwebt hier einfach absolut in Erinnerung. Und ja, jetzt sind die Außenverteidiger dran. Mal gucken. Ich halte schon mal rein. Ich habe jetzt Bammel, weil jetzt kommt tatsächlich meine erste Icon. Die war auch ziemlich krass gehabt. 1476 Spiele. Ich glaube, den hast du. Prime Icon Roberto Carlos. Und Rechtsverteidiger bin ich mir ganz wenig sicher, dass ich den behalten darf. Keine Ahnung warum. Festival of Football Trippier. Boah, der geht hier mit seinen Festival-Karten aber richtig, Alter, haut er die raus. Ja, gut, ich dachte mir so, komm, der geht auf ganz auffällig Walker, ich weiß nicht, hätte er sein können. Und links habe ich Roussillon. Oh mein Gott. Also, du hast verhalten, Junge, kranke Karte. So, ja, ich sehe es gerade. Ey, Touré ist ein First Owner. Trippier ist First Owner. Ich habe fast alles First Owner. Ich habe so viel Packler gehabt. Zu krass, zu Alter, wild. Junge. An Trippier habe ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, hier, ich musste diesmal ein bisschen ausweichen, ne? Auf Goldkarten. Deswegen weiß ich nicht, ob du drauf kommst. Linksverteidiger ist England Baines. Hatte ich einfach noch so. Und Rechtsverteidiger Raphael. Kannst du drauf kommen vielleicht? Ich dachte, du gehst auf ganz groß. Dani Alves, auch eine Legende. Den habe ich sogar gesucht. Der hatte so eine 93er Karte, aber genau. die hatte ich gar nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, was das für ein Kartentyp war. War das die Tots? Na, Toti. Toti, glaube ich. Team of the Year kann sein, ja. Kann Team sein. Of the Year. Vielleicht war es der Chat. Schreibt es gerne in die Kommentare. Stimmt. Und Ashley Cole hat auch eine Festival Football Karte. Ah, ja, gut. Gut, das war jetzt auch schwierig, muss ich sagen. Ja, schade, Pato. Leute, grande Finale. Und it's the final countdown. Ja, wie du schon gedacht hast, ich kann alles machen, ne? Die Frage der Fragen. Ich sag dir mal so, ich bin auf einen Verein gegangen. Ja, du kannst ehrlich gesagt drauf kommen. Es ist aus der Calcio A, Juventus Turin, Team of Benatia. The Season. Nicht Benatia, doch, warte mal. Ja, Benatia, Chiellini. Und Perin. Buffon. Nicht Buffon, aber Perin. Genau. ja. Schade, Max. Alle raus, oder was? Ganz schade, Max. Wieso? Weißt du, was so schade ist, Max? Oh nein, er hat alle drei. Weißt du, wo ich die drei hatte? In meinem Kopf, aber nicht auf der scheiß Whiteboard. Ich hab mich so gefreut, als du gesagt hast, du hast alle aus einem Verein, weil ich hab ich hab drei aus einem Verein, aber es ist Real Madrid, Ramos, Varane und Navas. Oh mein Gott, Junge. Alter, ey, ich muss mich immer so pranken, ey. Ich krieg hier noch einen Herzinfarkt mit Pathos, bei Pathos Aufnahmen, ich sag's dir, ey. Jetzt will. Aber ich hab in Dream Squad, hab ich Chiellini und Benatia gesehen und ich war kurz davor, die aufzuschreiben.
Ey, ja, das waren auch zwei Maschinen, ne? Über 80 Pace und so. Ja. Kann man machen. Aber jetzt bist du dran. Okay, mein Lieber. Also, linker Innenverteidiger. Wir haben ja schon den einen oder anderen Festival of Football. Das heißt, ich habe ja nicht genug vom Festival of Football. Deswegen 91 Rating und Titi. Der rechte Innenverteidiger. Ein Spiel gerade mal mit dieser Prime-Icon. Das ist Desai. Oha. Und der Torhüter ist ein Zwecktorhüter. Ich könnte ja auch Festival of Football Areola reinmachen oder Alisson. Ja. Aber ich habe mich für einen roten Team of the Season entschieden. Le Comte. Ich kann mal so sagen, ich habe null Spieler. Ich habe gerade meine Mimik, oh mein Gott, sie ist auf Smiley, auf traurig gegangen und jetzt, oh. Diese Teams, ne, sind Zucker. Ich habe auch gedacht, Ramos, dann habe ich Azpilicueta, der hat, glaube ich, auch einen Totz gehabt und De Gea hatte ich. Den habe ich sogar Toti, habe ich da unten, ne. Ja, hast du sogar. Ja. Schade, hätte nichts klappen können. Schade, Max. Und Leute... Leute, wie gesagt, bei über 1000 Daumen nach oben, schaut euch bitte unsere Teams an, die Kartendesigns, diese Spieler, bei 1000 Daumen nach oben geht es weiter, da kommen weitere. Ihr könnt euch auch auf andere Teile gefasst machen. Ich muss jetzt leider Gottes mir einen Brose-Torhüter raussuchen und dann geht's ab ins Spiel. Ich bin hype. Ich bin so hype as fuck. Ich bin echt gespannt, Mann. Wow. Weißt du, was da geil ist? Man sieht die gegnerischen Teams. Ja, man wundert sich immer noch, warum das nicht funktioniert im neuen FIFA. Alter. Was hast du für ein geiles Team? Ey, bei dir ist ja alles bunt, Mann. Ja, gell? Krass, Jungs. Ich bin wirklich in Erinnerung heute. Ich auch. Du hast richtig Glück gehabt mit den roten Player-Picks, ey. Der Torhüter ist so undankbar, ey. Komm. R9. R9. Ja, Mann. So muss das sein. Ich war noch gar nicht bei dir vorne, weil mein scheiß Torhüter nur Blödsinn war. Das ist voll das geile Spiel, Mann. Ich fühl's jetzt schon, ne? Boah, was so? Du bist so gut in FIFA 18, Alter. Ey, FIFA 18 ist Love, Alter. Ich hab keine Chance. Boah. Das war stark, der muss sitzen. Nein! Warum? Er macht ihn nicht. Komm, Ronaldinho fetzt ihn. Boah. Oh mein Gott. Alter. Oh, ganz gefährlich, ganz gefährlich. Ball! Junge. Oh, Tovar. Oh mein Gott. Oh, R9. R9. Wow. Alter. Oh mein Gott. Le Comte, jetzt schnell. Wohin warst du die ganze Zeit? Tovar, komm. Jetzt aber R9. Oh mein Gott. R9, Alter. R9. Ich bin chancenlos. Wow. Der ist drin, Alter. Krank. Was? Oh Gott, was mache ich immer in der Verteidigung? Oh mein Gott! Mach ihn nicht. Ah, stark gespielt, der muss sitzen. Ey, Jungs, dieses Spiel, ey. Das ist da Liebe, gehen die Bälle aber auch rein, ey. Das ist Liebe, ey. Ich habe mich akklimatisiert. Oh mein Gott. Moin, Alter. Das darf, effektiv. Das, muss man sagen. Das darfst du ja gar nicht sagen. Stark gespielt. Oh, auch mein Flachschuss. Wie hält er den? Das ist seins. Wow. Was? Wow. Alter. Was ist denn hier los, ey? Oh, stark. Ey, aber da geht auch alles dann rein, ne? Ey. Wobei, ich muss auch sagen, wenn deine ganzen Schüsse reingegangen werden, ne? Dann würde ich nur heulen. Der muss jetzt. Was? Oh. Wow. Oh mein Gott. Was? Ey, da, der pfeift das mit. Ey, nein, das sind ganz andere Elfer gewesen. Die gegen Freunde. Jungs, ich weiß nicht, wie man Elfer spielt. Okay. probier jetzt irgendwas. Scheiße. Oh, es funktioniert. Ich habe einfach Stick bewegt. Ich dachte, weil du keine Ahnung hast, schießt du in die Mitte. Ja, ich habe irgendwie einfach in die Ecke gezielt, Alter. Aber...
Ja, stark gespielt. Wow, was? Was? Hä? Wie geht das denn? Was ist das? Okay, das ist komisch gewesen. Doch. Er kriegt noch. Nein, er kriegt ihn noch. Was? Das kann nicht wahr sein. Was für ein Super. Hä? Den hält er. Verstehe ich nicht. Das kann nicht wahr sein. Den hält er einfach. Was? Zum Glück ist es auf meinem Kanal. Ich schwöre, ich raste hier komplett aus. Deine Community wird denken, was ist das für ein Psychopath? Oh, kleiner der ist Wicht. Drin. Aber das war Doppelkreis diesmal. R9, ey, der macht alles. Der macht wirklich alles. Der hat alle 4 Tore geschossen. Stark. Ach, ich hätte so schön gewinnen können. Boah. Tor auf. Oh mein Gott, der kommt. Weißt du, das sind die safen Dinger, die nicht reingehen. Voll komisch. Ja, Alter. Ist echt krass. Das kann nicht wahr sein. Da geht nichts, ey, Pirin. Nein! Elfer schießen! Ja. Es gibt einfach Elfer schießen. Obwohl noch ist nicht vorbei, aber. Stimmt! Das Alter. Ist endlich mein Starspieler. Wie du ihn die ganze Zeit suchst. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das kann nicht sein! Das kann 920. Nicht sein! Das kann nicht sein! Was für ein Game, ey. Aber noch vielleicht eine Chance. Oh Gott, nein. Torhüter. Das war's, oder? Nein! GG, Freunde, trotzdem! GG, so ein geiles Spiel, Alter. Wirklich, Leute. Und nochmal, ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr das nochmal sehen wollt. Ey, so geil. Na, ich kann wirklich nur sagen, geil. Mehr geht einfach nicht. So viele Schüsse auf beiden Seiten, zu viel. Ja, das ist so krank gewesen. Und jetzt kannst du etwas Krankes diskarden auch. Du hast ja nur Gute eigentlich, bis auf den Bronze, ne? Genau so ist es. Bis auf Bronze nur gute Spieler. Oh mein Gott. Le Comte, ja, okay, auf den kann man auch noch gut verzichten. Ja. Aber der Rest ist einfach zu wild. Ich bin gespannt, oh Mann. Ich bin gespannt. Sag einfach Bescheid dann, ne? Ja, ich glaube, ich lege jetzt auf. Ey, was für ein Spiel, Mann. 120. wieder, man kennt ihn. Oh Gott. Aber, ja, war geil. Klar, Elberschießen wäre nochmal besser gewesen, ne? Ja, wirklich. Muss man sagen, ja. So, mein Lieber, du kannst schon. Okay, willst du labern? Du kannst ruhig labern. Freunde, eskaliert gerne. Also, wow. Ja, Flashbacks sind aber sowas von da. Und jetzt ein Discard. Ich hoffe einfach mal, dass ich hier was treffe. Ey, du hattest die 442, ne? Richtig. Ich hab ne Idee. Nimm den Torhüter einfach. Er will mich jetzt verwirren, ey. Oder den linken Stürmer. Oder den rechten Innenverteidiger. Ich könnte dir auch den Linksverteidiger empfehlen. Jetzt hast du mich richtig verwirrt, Alter. Ich nehme dein... Jungs, rechtes Mittelfeld. Rechtes Mittelfeld? Ja. Was wäre deine zweite Position gewesen? Linker Stürmer. Echt? Ja, wen hattest du da? Und deine dritte Position? Dritte, vielleicht Linksverteidiger? Boah, Linksverteidiger wäre Kanté gewesen. Linker Stürmer wäre Le Comte gewesen, auf den hätte ich echt verzichten können. Aber du hast einen Team of the Season hast du erwischt. Oh, welcher ist es? Raheem Sterling. Oh, hast du nicht geswitcht? Nee, den habe ich nicht geswitcht. Weißt du, ja, ich habe echt gedacht, so, ich mache umgekehrte Psychologie, aber irgendwie geht das bei dir gar nicht. Ich habe gesagt, nimm den Torhüter und dann nimm den linken Stürmer. Und weißt du... Ich wollte auch erst den linken Stürmer machen, aber als du es gesagt hast, dachte ich mir so, nee, den nehme ich jetzt. Scheiße, weil der Torhüter war Bronze. Okay, ich stoße ihn ab. Ein First Owner Team of the Season Sterling, den es nicht mehr auf den Markt gibt derzeit. Stimmt, den wird es nicht mehr geben. Ja, Mann. Ey, mega Video, glaube ich, ey. So geil geworden, wirklich.
Ja, mehr kann ich gesagt, ich hoffe echt, dass euch das gefällt, Leute. Lasst echt Liebe raus. Kommentare, Daumen nach oben. Schaut bei Max vorbei, auch unbedingt. Danke, Max, dass du das mit mir aufgenommen hast. Ach, danke. Ja, Mann, also ich würde es auch wieder aufnehmen, wenn ihr Bock habt. Ja, lass es sehr, uns sehr gerne. Und ich wünsche euch jetzt schon mal einen schönen Tag, Freunde. Eskaliert gerne. Max, du hast das letzte Wort. Danke dir nochmal. Ja, Freunde, lasst auf jeden Fall gerne Liebe da. Es war wirklich ein richtig geiles SWW. Und jetzt macht's gut. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal.